unsere Leidenschaft als Siegen. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem letzten Bundesligaspiel gegen Halle Neustadt, vor der großen WM-Pause, auf die natürlich jetzt schon alle fiebern. Es wird viel rumdiskutiert, auch Corona-bedingt ist ja jetzt die 2G-Regelung dort eingeführt worden. Ich bin gespannt, ob da auch wirklich alle Mannschaften komplett anreisen können. Das heißt, jetzt heißt es, sich nochmal maximal auf die Bundesliga zu konzentrieren, bevor dann doch sehr viele Spielerinnen sich Richtung Spanien verabschieden und dann hoffentlich alle auch gesund wiederkommen, beziehungsweise zuerst mal eine sehr gute WM spielen. Halle Neustadt steht vor der Tür und wir haben die Pflicht, unsere ganz gute Startphase in die neue Bundesliga-Saison fortzufahren. Wir haben momentan 11-3 Punkte und wir konnten eigentlich diesen dritten Platz sichern. Das ist ja die Stelle der Tabelle, wo wir dann auch vor der Saison so ein bisschen drauf spekuliert und gehofft haben, weil uns schon klar war, und das betone ich eigentlich immer wieder, dass speziell Bietigheim in einer ganz, ganz anderen Liga Handball spielt in diesem Jahr. Da wird auch aus meiner Sicht Dortmund keine Chance haben und Dortmund dann auch in einer bisschen eigenen Liga, und dann kommt so dieses Spitzenteams aus Blomberg, Metzingen, Neckarsulm und THC, die um diesen dritten Platz sicherlich kämpfen werden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir bei diesen drei Minuspunkten bleiben und mit dem nötigen Selbstbewusstsein auch in die WM-Pause gehen können. Das ist auch mein Ziel, die Spielerinnen dann entsprechend zu verabschieden. Und wir wollen auch vor unseren Fans nochmal ganz gerne einen Heimsieg feiern. Halle spielt eine überragende Saison bisher, hat mit 8-6 Punkten eigentlich schon viel mehr erreicht, als sie eigentlich gedacht haben, sind fast so was wie ein direkter Verfolger, um ehrlich zu sein. Und was mir jetzt im Nachhinein gar nicht so gefällt, waren diese 10 Tore im Unterschied, die wir im Pokalspiel in Halle feiern konnten, was im ersten Moment dort natürlich sehr erfreulich war, weil wir unsere Hausaufgaben sehr gut gemacht haben, im Pokal eine Runde weitergekommen sind. Inzwischen ist ja schon nochmal eine Runde gespielt und wir stehen nur noch einen Schritt vor dem Final Four, was natürlich sehr, sehr schön ist, was natürlich auch ein Ziel von uns war. Aber dieser Sieg, der uns fast ein bisschen zu leicht dort gefallen ist, ist sehr trügerisch. Weil an diesem Tag hat unsere Abwehr sehr gut gestimmt, wir haben nur 18 Tore bekommen und wir hatten eine überragende Rinka Duindam im Tor. Von daher konnten wir Halle in Schach halten und auch auswärts, auch in dieser Höhe verdient, einen 28-18 Erfolg feiern. Das ist jetzt aber etwas, was mir gar nicht in die Karten spielt, weil dadurch wird Halle doppelt und dreifach motiviert sein und wir müssen natürlich extrem aufpassen, um nicht irrtümlich dem Irrglauben zu verfallen, dass das einfach mal so im Vorbeigehen zu lösen ist. Das ist es nämlich nicht. Außerdem hatten wir in dieser Woche ziemlich viele Verletzungssorgen, sehr viele Spielerinnen, die irgendwo mit einer leichten Zerrung da, dickem Daumen hier, Knieprobleme dort, Rückenprobleme da, sich rumgeplagt haben. Das heißt, bisher war es mir überhaupt nicht möglich, 6 gegen 6 zu trainieren, beziehungsweise ein gezieltes Aufbauprogramm Richtung Halle zu machen. Nützt aber alles nichts. Es ist ja immer so, dass spätestens am Tag nach einem Sieg oder einer Niederlage fragt kein Mensch danach, wie das zustande gekommen ist. Das heißt, wir müssen das Ding am Samstag biegen, weil ich wiederhole mich, ich ganz gerne die Mannschaft mit 13-3 Punkten in die WM-Pause verabschieden wollen würde. Ganz gefährlich ist der Rückraum von Halle, auf den müssen wir besonders achten, weil die alle drei wurfgewaltig sind, spielstark sind. Den in der Mitte hat ein sehr gutes Auge, auch für den Kreisläufer, gute Hüftwürfe. Dann mit Mikkelsen auf Rückraum rechts, eine wurfgewaltige Spielerin, die immer wieder auch von 10 Meter ein Kreuzig nach dem anderen werfen kann, wenn man dann nicht entsprechend raustritt. Auch auf der Rückraum linken Position sind gleich mehrere Spielerinnen, die in der Lage sind, Schwierigkeiten zu machen. Ich persönlich freue mich besonders auf das Wiedersehen mit Julia Redder, die ja nicht nur unsere Jugend durchlaufen hat, sondern auch bei uns sich auch die ersten Sporen schon in der ersten Mannschaft verdient hat und jetzt in Halle eigentlich zu einer etablierten Bundesligaspielerin herangewachsen ist. Es ist immer wieder schön, wenn man dann sieht,
Nele letzte Woche in Rosengarten, in Rosengarten, in Solingen, jetzt eben Julia in Halle, davor mit Bad Wildungen, gleich drei Spielerinnen von uns, die aus unserer Jugend dorthin sind. Ist es schön, wenn man sieht, dass dann doch aus unserer Talentschmiede etliche Spielerinnen dann auch den Sprung in die Bundesliga schaffen. Das ist immer wieder eine sehr, sehr schöne Sache und da freut man sich aufs Wiedersehen. Natürlich ist es nicht leicht, dass man den Sprung zu einer Spitzenmannschaft in der Liga schafft, aber jede Spielerin, die ihren Platz findet, und es spielt auch dann gar keine Rolle, ob es dann auch wie Tyra Bessert in der zweiten Liga in Leipzig ist, erfüllt einen mit Freude, wenn man sieht, dass doch etliche versuchen, diesen Weg in den professionellen Handball zu gehen. Das war jetzt ein bisschen abgeschweift. Im Endeffekt müssen wir mega konzentriert in dieses Spiel reingehen, versuchen in erster Linie mal konstant über 60 Minuten zu spielen. Das war ja so ein bisschen das Problem auch in Solingen beim Pokalspiel, wo wir sehr schlecht in das Spiel reingekommen sind. Solingen hat, wie es auch zu erwarten war, für sich dieses Spiel des Jahres in Anspruch genommen und hat im Pokal gefightet bis zum Umfallen. Wir mussten uns strecken, um dann doch letztendlich souverän nach Hause die ganze Geschichte zu spielen, aber wir mussten uns mehr plagen, als uns das recht wäre. War. Von daher heißt es in erster Linie auf uns zu gucken, unsere Leistung zu bringen. Ich hoffe, dass die eine oder andere angeschlagene Verletzte jetzt auch heute und morgen noch trainieren kann, weil man ja doch seine Vorbereitung auf dieses Spiel entsprechend abstimmen will und bestimmte taktische Elemente nochmal einstudieren will. Und da hoffe ich schon, dass wir zumindest jetzt mal im 6 gegen 6 entsprechend arbeiten können. Nutzt alles nichts, zwei Punkte sind aus meiner Sicht Pflicht, auch wenn es alles andere als schwer, als leicht wird. Das wird eine schwere Aufgabe. Halle hat sich sehr, sehr anständig verstärkt, spielt einen guten Handball, haben auch mit der neuen Trainerin nochmal neue Impulse bekommen, die sich positiv auswirken. Und ich persönlich freue mich sehr, wenn Mannschaften wie Halle, wie Zwickau in der Bundesliga eine Rolle spielen. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht. Ich bewege mich lieber hier im Osten eine Stunde in die eine oder andere Richtung, als weiß der Teufel, wie viele Stunden in den Norden, Süden oder Westen zu fahren. Von daher bin ich sehr froh, dass Halle so eine gute Bundesliga-Saison spielt. Und nochmal, ich würde ganz gern meiner Mannschaft und vor allem unseren treuen Fans die beiden Punkte wünschen. Zum Kader nochmal detailliert. Bleibt so wie zuletzt. Es wird wohl so bleiben wie zuletzt, weil Johanna Reichert war auch schon dabei. Auch Arwen Rühl macht schon die ersten Schritte jetzt in der Handballhalle. Sie ist gestern nochmal Intervall gelaufen, wird aber heute auch nochmal mittrainieren, noch ein bisschen eingeschränkt. Ines Kudili auch die ersten Schritte schon in der Handballhalle. Johanna Reichert wird 100% dabei sein. Ja, ansonsten bleibt die Mannschaft so wie zuletzt.